Guten Morgen, heute hier aus meinem Flur. Und zwar folgendes, ich werde euch heute einmal zeigen, wie ihr Dreads macht. Und zwar ist das sehr, sehr einfach. Und es ist auch für Leute möglich, richtig schöne lange Dreads zu haben, die selber über dünnes Haar verfügen, über sehr wenig Haar verfügen, aber es sollte noch Haar da sein. Aber es ist wirklich total einfach. Und bei mir, ich habe ausgehend von der Idee, dass ich möglichst viele Menschen und die Energie dieser Menschen in mir vereinen wollte, weil ich sehr, sehr menschenlieb bin und ich würde gerne die Menschen gerne bei mir haben. Und dann haben mir die Menschen, die das Gefühl auch geteilt haben und mich entsprechend auch lieben, ihre Haare geschickt. Und aus diesen Haaren habe ich dann Dreads gemacht. Und das bedeutet, wenn ihr jetzt nicht die Möglichkeit habt, viele Freunde zu haben, die euch die Haare schenken, könnt ihr die natürlich auch kaufen. Ihr braucht nur Echthaare und ihr braucht noch ein paar Haare auf dem Kopf. Und dann könnt ihr euch richtig, richtig geile Dreads machen. Wie das funktioniert, das zeige ich euch heute in dem Video. So, bei mir ist das wie folgt. Ich habe hier nur quasi so ein Irokese. Das heißt, ich habe hier nur oben ein paar Haare gehabt. An der Seite habe ich gar keine. Die rasiere ich einmal wieder ab. Das heißt, ich kann auch nicht, habe auch nicht die Möglichkeit gehabt, allzu viele Dreads zu machen. Das heißt, aber die, die ihr habt, die reichen mir vollkommen aus. Und ja, und ich mache die dann meistens hier hinten zusammen. Und ganz wichtig ist, habt Freunde, die euch lange Haare abschneiden können, oder Friseursalon. Das ist auch eine Möglichkeit. Einfach zum Friseursalon eures Vertrauens zu gehen, sagen, wenn irgendwie da ein Mädel oder ein Junge seine Haare abschneiden lässt, ob sie die für euch aufbehalten können und ihr euch dann 5 Euro in die Kaffeekasse tut. Meistens schmeißen die alle weg. Manche Friseursalons heben die auch auf und da könnt ihr die direkt kaufen. Oder ihr könnt die auch bestellen. Einen Link für Naturhaare, den setze ich euch auch unten in die Infobox. Das heißt, startet erstmal mit, ja, wirklich, dass ihr lange Haare erstmal zur Verfügung habt. Es gibt verschiedene Häkelnadeln. Ich habe auch verschiedene ausprobiert. Ich habe mich letztlich für Häkelnadeln von einer Firma entschieden, die ich euch auch unten verlinkt habe, die sehr, sehr billig sind. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Euro für 10, 12 Häkelnadeln bezahlt. Und zwar sind die hier aus Bambus und sind richtig fest verleimt mit dem hier drin. Ich hatte vorher so eine ganz normale Häkelnadel aus dem, hier bei uns in so einem Kurzwarenladen und die waren ein Stück Holz und dann das Metall drauf und ja, das habe ich ein paar Mal gezogen und dann war das Metall und das Holz quasi voneinander getrennt und ich konnte sie nicht mehr gebrauchen. Häkelnadeln, die aus Metall sind und komplett dünn sind, die gehen natürlich nicht kaputt, aber das geht richtig auf die Finger der Muskeln ganz schwer. Deswegen nehmt welche hier mit diesem Bambus, die sind dauert allerdings so 2 Wochen, bis die da sind, weil die werden aus China oder irgendwas Asien importiert. Und von daher, aber ihr habt da verschiedene Größen. Und ich habe mich da entschieden, je nach Haar, also grundsätzlich habe ich 0,75 mm genommen, aber wenn die Haare dann schon relativ dicht sind und fest sind, dann kommt man mit der Nadel nicht mehr so gut rein und da habe ich 0,5 mm genommen. Das ist sozusagen also das Handwerkszeug, was ihr braucht. Und ja, also ich kann euch wirklich nur empfehlen, diese Häkelnadel 10 Stück für 2 Euro oder sowas, ja, ist eigentlich das Beste. Ihr müsst halt 2 Wochen warten und dann könnt ihr erst eure Dreads machen. Aber in der Zeit könnt ihr ja eure Haare erstmal besorgen, falls ihr nicht wirklich schon eine lange, breite Mähne habt. Na, und das ist ja bei den meisten der Fall. Also dann, auf geht's! So, und wie macht man denn eigentlich nun aus den fremden Haaren quasi dann überhaupt erstmal Dreads? Und ja, das ist geht wie folgt. Also man nimmt sozusagen die Haare, aus denen man sozusagen einen Dread formen möchte. Je nach Dicke nimmt man halt verschiedene dicke Haare. Und ja, dann nimmt man Gummi und tut so, sage ich mal, so 6, 7 cm oben den Gummi dran machen. Der Grund ist, dass ihr, wenn ihr das den Dread häkeln würdet, wenn ihr den Dread voll machen würdet bis ganz oben, dann könntet ihr, habt es ganz schwer, den Dread dann an eure Haare dann dran zu bekommen. Und hier oben lassen wir halt viel offen, damit das so buschig bleibt und das Buschige lässt sich viel besser an eure eigenen Haare dann dran machen. So, also so ein Stück ungefähr. Und dann klemmt man die Haare. Ich habe hier so eine Spange, ihr könnt auch einen Schraubstock nehmen oder was auch immer. Klemmt das halt so an, dass die Haare hier fest sind. So, dann habt ihr dann die Haare, die sozusagen hier dranhängen. Und dann macht das wie folgt. Ich drehe mal ein bisschen die Kamera, dass man es noch besser sieht. Man tut erstmal die ganzen Haare so ein bisschen zusammen. Das heißt,
Wenn ihr verschiedene Haare genommen habt, das sind jetzt Haare von zwei Personen, dann, dass sie sozusagen schon ein bisschen ineinander gehen. Einfach so. Dass ihr so eine homogene Masse dann habt. Dann streicht ihr das schön nach hinten, weil es wird sich sowieso alles jetzt hier vorne brauschen. So, jetzt macht ihr wie folgt. Ihr teilt das Haar in zwei Teile. Und zieht das dann langsam hier nach vorne auseinander. Danach dreht ihr das, also so ist es jetzt, und dann dreht ihr das quasi 90 Grad und legt das übereinander. Und diese beiden übereinander teilt ihr wieder, sodass ihr wieder zwei Hälften habt, aber von den jeweiligen anderen. Und dann zieht ihr das wieder auseinander, geht wieder drüber, legt sie übereinander und teilt die wieder. Und das macht ihr quasi immer. Achtet immer drauf, dass das hier, dass ihr das schön ein bisschen ausstreicht, dass es hier vorne nicht so buschig wird. Das könnt ihr in den meisten Fällen sowieso nicht verhindern, aber einfach immer teilen, richtig schön teilen, ziehen und dann übereinander und die Sache wieder teilen. Hier geht es einfach nur darum, erstmal grob die Haare so ein bisschen miteinander zu verfilzen. Ihr könnt das auch dreimal übereinander oder was auch immer machen, das ist alles egal. Wichtig ist, dass ihr, nachdem ihr das sozusagen gespalten habt, dass ihr das, wenn ihr das übereinander legt, dass ihr von, ihr habt ja sozusagen dann quasi zwei Seiten. Wenn ihr das jetzt nur so zusammenlegt und dann wieder rausmacht, da passiert gar nichts. Das heißt, ihr müsst die Seiten sozusagen irgendwie wieder übereinander kriegen, dass zwei neue Seiten entstehen. Und so das Ganze sich immer mehr quasi ja, verfilzt. So, die letzten hier, wenn es noch ein bisschen dünn ist, das könnt ihr auch gerne noch auch noch machen, aber ich mache das dann so, dass ich das dann einfach so rum hier einhäkle und einen geschlossenen Dread mache. Wenn ihr natürlich eh offene Dreads magt, dann lasst das einfach so offen. So, und dann habt ihr quasi diesen Dread, dann könnt ihr das hier abmachen, macht den Gummi vorne ab, damit löst sich auch vorne das ein bisschen mehr. Und dann habt ihr, wie gesagt, hier, das macht ihr an eure Haare dann dran, das häkelt ihr dran. Und hier habt ihr erstmal den grundsätzlichen ja, Dread dann sozusagen. Und diesen Dread, dann nehmt ihr dann eine Häkelnadel. Und mit dieser Häkelnadel, und da gibt es zwei Techniken. Die eine Technik ist, dass ihr durchgeht, ich zeig's ein bisschen näher, dass ihr durchgeht, dass ihr quasi, entweder ihr häkelt einfach so, manche schnappen sich auch die Haare, drehen die rum und ziehen die durch den Dread komplett durch. Dann kommt es nicht auf der anderen Seite wieder hoch, dann dreht man den um und schnappt sich quasi den und zieht ihn wieder durch. Das ist die eine Methode. Die halte ich persönlich für nicht so gut, weil der Dread dann relativ wie so eine Schlangenlinie aussieht, wenn er sich immer wieder durchzieht. Wo er homogener aussieht und gleich besser wird, ist folgende Methode. Ihr geht hier durch. Also ich mache das immer so, ich tue die nicht einzeln aufwickeln, sondern ich zeig's mal von hier. Tu quasi an meinen Daumen rangehen mit der Häkelnadel, da sieht man es vielleicht nicht, natürlich die Öse in Richtung Daumen und schleift dann die Haare an den Daumen lang, zieht die in den Dread rein und in dem Dread
bleibt ihr zur Hälfte, dreht die Häkelnadel ein bisschen und dann dreht ihr oben den Dread und stecht an einer anderen Stelle wieder hervor. Holt euch wieder das, geht in den Dread, dreht das ein bisschen, geht vor. Und das habt ihr dann, ihr habt dann irgendwann bald ein ganz, ganz gutes Gefühl dafür. Also nochmal, ihr die Häkelnadel raus, am Daumen lang schleifen, ein paar Haare mitnehmen, in die Mitte des Dreads gehen, dann ein bisschen drehen, hin und her und dabei schon mit der Spitze in der Mitte auch ein bisschen ruhig, ein bisschen manövrieren, den Dread ein bisschen drehen, also hier kam er jetzt raus, jetzt dreht ihr den Dread ein bisschen, jetzt kommt er hier raus, nehmt wieder Haare und dann ist es einfach dann so quasi eine Gefühlssache. Das läuft dann wie am Schnürchen. Das heißt, ihr geht immer wieder in den Dread rein und an einer anderen Stelle raus. Und dreht dabei euer Handgelenk die ganze Zeit so ein bisschen. Und dann entsteht dann so langsam ein Dread. Die Arbeit ist durchaus intensiv, das dauert auch lange. Aber ihr habt einen richtig schönen runden Dread und nicht einer mit solchen, ja, mit solchen, na, wie Schlangenlinienform. Könnt ihr auch mal wieder komplett rausnehmen und wieder neu ansetzen, falls ihr den Eindruck habt, dass ihr euch ein bisschen verfangt oder sowas. Ja. Und das Wichtige ist immer, den Dread hier auch dabei drehen, während ihr immer raus und rein macht. Und je nachdem, wie ihr erfahren seid, könnt ihr das, geht das schneller oder langsamer. Am Anfang hat es beim ersten Dread relativ lange gedauert. Mittlerweile habe ich da ein gutes Gefühl dafür entwickelt. Jetzt wird es unscharf. Na, wärst du da scharf? Ja. Wieder ein Gefühl dafür entwickelt, dass dann halt, ja, das ein bisschen schneller geht. Falls ihr das jetzt schon erkennt, hier seht ihr jetzt, wie schön rund der Dread hier an der Seite wird. Hier ist noch nichts gemacht und hier ist noch nichts gemacht. Und ja, ich mache vielleicht jetzt einfach mal so ein bisschen nach vorne. Natürlich, jetzt mache ich dann wahrscheinlich im Zeitraffer dann. Wie der Dread wird, der wird auch immer fester, der wird immer fester. Und das jetzt ist dieselbe Technik, wie wenn ihr lange Haare habt und das direkt an eurem Kopf macht. Dann ist das quasi euer Kopf und das eure Haare und dann macht ihr quasi dieselbe Technik am Kopf genauso. Das ist halt jetzt nur die Technik dafür, wie ihr das mit fremden Haaren macht. Das heißt, ihr müsst das einspannen, weil ihr keinen Kopf habt. Und ja, und von daher, ja, wie gesagt, exakt dieselbe Technik. Es gibt die zwei Techniken, einmal mit dem Durchziehen und einmal mit dem Häkeln. Wenn ihr die durchzieht, dann zeige ich euch mal, wie das dann aussieht. Ich habe da nämlich einen Dread da. Das sind jetzt Dreads, die mit dem Durchziehen gemacht wurden. Seht ihr diese Schlangenform? Und wie oft man sich Knüppel rausgucken oder so weiter? Das sind typische Dreads, die mit der Durchziehform gemacht wurden. Und dieser Dread wird einfach klar und gerade und ja, einfach besser. Es kostet halt ein bisschen, ist ein bisschen Übung. Genau, und das ist jetzt sozusagen wirklich ein ordentlicher, runder Dread und der auch wirklich viel, viel schneller dann wirklich auch in Form kommt, dann wenn man sie trägt, als diese hier. Ist einfach die bessere Methode, finde ich. Mit diesen halb rein, also Quatsch, durchziehen, halb rein und dann einfach den Dread oder die Haare am Kopf dabei drehen und dann halt immer fester werden. Ne? Und das ist einfach wirklich die bessere, nennt sich glaube ich Zip-Zap-Methode. Ja, und jetzt werde ich den Dread hier sozusagen noch vollenden und dann zeige ich euch noch, wie man den Dread an die Haare dran macht. Und ich zeige euch noch, wie man fremde Haare, also weitere Haare in den Dread dann sozusagen ran macht. So, nun ist der Dread fertig. Wir haben hier halt das Teil, was an der Haare dran kommt. Und hier halt den Dread. Er ist schon relativ fest.
Aber den macht er sowieso dann noch wahrscheinlich dann immer wieder, erstmal in den ersten Wochen immer wieder noch fester im Haar, wenn er auch vielleicht neues Haar reinmacht. Und am Ende bleibt halt, wie gesagt, so ein kleiner Schweif. Wenn ihr einen offenen Dread haben wollt, dann lasst ihr den einfach offen, weil so könnt ihr auch an diesen Dread wieder neue Haare dran machen. Einfacher. Oder macht es wie ich. Ich mache geschlossene Dreads, dass ich diese Haare dann einfach mit dem Daumen ein bisschen verzwirble. Sachen verfilzen und dann einfach umgekehrt hier dran lege und dann mit der Nadel hier durchgehe und dann hier, also das ist jetzt der Teil, der Nadel gegenüber steht, das dann quasi dann hier reinhole und dann erstmal nur von der einen Seite immer auf der anderen Seite die Haare reinhole, wie gesagt, immer am Daumen lang ziehen und die kleinen Härchen reinzügen. Das tut je nach Spitze eurer Häkelnadel, also nachdem wie spitz dieser hier vorne ist, tut das weh und ihr könnt euch ganz schön euren Finger zerforschen. Das passiert, ja, und das passiert halt eben. Aber das ist nicht so schlimm. Und ihr könnt dann auch das mal so machen. In dem Fall mache ich es auch, dass ihr einfach die Strähne nehmt, ein paar Mal drum wickelt und dann hier durchzieht. Kommt auf der anderen Seite wieder raus, geht er wieder raus. Macht wieder, müsst ihr aber nicht machen, ihr könnt das Ganze mal weiter, aber das tut es einfach ein bisschen verschnellern. Ups, das ist jetzt raus. So. Ansonsten halt einfach immer durch und irgendwie das holen. Und dann habt ihr dann wirklich einen schönen geschlossenen Dread. Den finde ich persönlich angenehmer. Ist natürlich dann etwas komplizierter. Was heißt komplizierter? Man muss halt darauf aufpassen, wenn man dann neue Haare so Sachen dran macht, also seine Dreads dann verlängern will, inwieweit. Also dass du dann von dem, was neu ist, weil das ist ja dann hier wirklich dann komplett abgeschlossen, dass die neuen Haare dann auch wieder, genau wie bei dem Dread, so ein bisschen Fussel, dass die dann auch hier wieder dran kommen. So, bevor ich euch das zeige, wie ich den Dread an meine Haare mache, möchte ich euch noch zwei Sachen zeigen. Zum einen, weil das geht immer einfacher, wenn man das außerhalb von den Haaren hat. Also man kann auch, wenn man den Dread dran hat, sowohl Schmuck befestigen, als auch weitere Haare dran machen. Aber wenn man den schon den einmal sozusagen hier dran hat, also hier außen vor hat, dann kann man das direkt auch so machen. Deswegen mache ich das jetzt auch noch vorher. Also zum einen, wenn ihr möchtet, es gibt solche Perlen und Schmuck, was ihr auf den Dread dran machen könnt, das sind hier solche Metallperlen, die könnt ihr einfach drin aufstecken. Ihr müsst natürlich dann, je nachdem welche Größe ihr von Dreads in Haaren habt, ja aufpassen, dass ihr den noch drüber kriegt. Ich mache den jetzt, bevor ich dann weitere Haare dran mache, dran, ziehe den ein bisschen runter, je nachdem. Hier werde ich den mal ein bisschen höher machen, weil ich habe jetzt schon einen relativ tiefen dran, so als quasi Dread-Schmuck, mache ich den hier dran und genau. Und jetzt, wie bekommt man andere Haare an so einen Dread dran? Ihr seht ja, ich habe ja verschiedene Haare zugeschickt bekommen. Ich habe ja so ein Projekt gemacht, dass ich von möglichst vielen Menschen auf dieser Welt Haare bei mir tragen möchte. Und ja, und das halt die Energie quasi der Menschen in mich aufnehmen möchte. Das klingt ein bisschen spirituell, ist es wahrscheinlich auch. Aber ich habe einfach ein gutes Gefühl dabei. So, und dann nehme ich jetzt ein paar Haare. Das sind jetzt zum Beispiel Haare von der Min. Das ist eine Asiatin, die mir ihre Haare beim Potluck gegeben hat. Dann nehme ich ein paar Haare vom, das ist ein Haare vom Osmo. Das ist der Sohn meiner Freundin. Und dann nehme ich noch ein paar Haare von der Birgit. Das ist die, die diese leicht bläulichen Haare hat. So. Und diese Haare tue ich dann in meine Handballen. Und mache solche kreisende Bewegung, dass diese Haare miteinander verfilzen. Ihr könnt natürlich dann auch die ganz normal andere Haare nehmen. Auf jeden Fall habt ihr dann hier so ein Filzding, wo die Haare dann drin sind, die ihr dann sozusagen mit inkludieren wollt in euren Dread. Und dann macht ihr das wie folgt. Ihr nehmt euren Dread und dann tut ihr die an euren Dread dran, zieht die ein bisschen auseinander und geht damit so ein bisschen rundrum. Tüttel das sozusagen alles so ein bisschen drumrum. Und dann haltet ihr das fest, nehmt eure Häkelnadel und fangt wieder an, wie ihr das auch gemacht habt, wo ihr den Dread erstmalig, sozusagen die Haare erstmalig da zu einem Dread zusammengefügt habt. Genau das wieder rein, rausholen
und den Dread dabei drehen. Und ja. Und dann wird er an der Stelle natürlich jetzt dicker. Ich mache das natürlich dann auf dem kompletten Dread. Ich wollte es euch bloß mal zeigen. Sozusagen meine Naturlänge, und das seht ihr, das ist ja gar nicht so lang, aber ihr seht ja hier die Dreads, wie lange dann alles ist. Also so sah das Ganze am Anfang aus. Vielleicht tue ich da auch noch mal ein Foto einblenden davon, wie das früher aussah. Und genau, das ist also der Dread, der gewesen wäre, das wäre ihr Preis gewesen mit meinem normalen Haaren. Und ja, entsprechend habe ich mich dann dazu entschlossen, halt ja, fremde Haare mit dazu zu nehmen. Und jetzt ist wie folgt. Jetzt nehmt ihr den, ich hoffe, das kann man gut erkennen. Jetzt nehmt ihr den Dread, also den kleinen, den Original, und tut das hier quasi, also die Spitze, ich guck mal, ob es noch aufnimmt. Ja. Die Spitze muss letztlich dann hier sein. An der. Und die andere muss drum sein. Aber es ist, wenn ihr das so einfach dranlegt und reinmacht, dann habt ihr das nur einseitig. Deswegen mit dieser Spitze reingehen, erstmal hier so, am besten so, das so splitten, das erkennt bestimmt keiner danach, das hier am besten splitten, den, die Wurst hier quasi in die Mitte reinlegen und dann festhalten und dann von beiden Seiten die Haare drum ziehen. Und dann das alles festhalten, Häkelnadel nehmen und nach bekanntem Muster, das seht ihr jetzt garantiert nicht, hier durchstechen und quasi das von außen reinholen, dass das miteinander sich verbindet. Erstmal die Situation, dass das miteinander verbunden ist. Das hängt jetzt quasi von links, aber das ist noch sehr, sehr fragil. Und von daher nehmt ihr jetzt wieder neue Haare, die habe ich jetzt gerade nicht in der Hand, neue Haare, und ich sage euch gleich, wie es weitergeht. Jetzt nehmt ihr wieder so Haare, die ihr zusammengefrustet habt, und tut an dem Übergang, wo das jetzt quasi so dünn ist, wo die Haare, die Originalhaare zu dem Dread übergehen, die tut ihr mit diesem Büschel auch wieder quasi komplett verbinden. Und dann geht es wieder weiter. Alle Haare rein. Feste Verbindung. Ich mache jetzt noch ein paar Haare hier. Hier seht ihr ja, es ist noch ein bisschen dünn, weil es hier ein bisschen blöd ist, weil es hier so dünn ist. Da mache ich jetzt hier noch ein paar Haare dran und ja, und häkel das dann an. Auf jeden Fall ist das dann quasi wieder ein komplett neuer Dread, der hier dran hängt. Und ja, und das ist es dann quasi gewesen. Ich hoffe, ihr habt alles erkannt. Jo, also das ist dann quasi jetzt, ja, jetzt habe ich ihn so
wie ich ihn erstmal jetzt lasse. Und dann natürlich, wie gesagt, immer nachhegeln, das gehört dazu beim Jets. Gerade das erste halbe Jahr, sagt man normalerweise, wären sie richtig gut. Aber ihr seht schon, guck mal, das ist jetzt gerade frisch aus der Produktion quasi. Und da sieht schon teilweise besser aus als manche, die ihr professionell habt machen lassen und die ihr wirklich ein halbes Jahr häkeln müsst, weil die machen das mit dieser Backcomb-Methode. Die kann ich überhaupt nicht empfehlen. Also dieses Zurück, dieses Tupieren. Und deswegen, also wie gesagt, das ist jetzt, und ihr seht ja insgesamt, also ich hoffe, dass ich noch ein Foto habe, wo ich euch mal zeigen kann, wie das aussah, wo ich noch keine, wo ich nur meine normalen Haare hatte, was da drauf war. Und jetzt, wenn ihr das seht, ne, da sind ja insgesamt jetzt knapp 80 Leute, haben ihre Haare gespendet. Ihr müsst da wahrscheinlich natürlich kaufen, aber ist halt so ein Projekt für mich gewesen. Und nicht nur, dass ich... Das ist jetzt für mich persönlich, dieses Experiment, die Energie der Menschen aufzunehmen, für mich im Vordergrund stand. Das ist schön, das hat geklappt, aber es sieht auch noch geil aus. Das ist das, was im Nachgang, wo ich, am Anfang habe ich gar nicht gewusst, wie ich das alles mache und habe mich noch nie mit Dreadlocks irgendwie auseinandergesetzt. Aber jetzt muss ich sagen, also war eine richtig geile Idee und wie gesagt, also es ist mir schon einiges zusammengekommen. Wie gesagt, ich hoffe, ich kann euch noch ein Bild zeigen, wie es vorher aussah. Und ja, und ansonsten, was noch zu sagen gibt, wenn das an deinen Ansätzen nachwächst, also wenn du zum Beispiel jetzt hier, wenn quasi hier die Haare rauskommen, die müsst ihr natürlich immer wieder quasi dann reinhegeln. Das heißt, das, wo sie kommen, dann immer wieder reinhegeln und das wieder verdichten und immer weiter, weil eure Haare wachsen ja weiter. Es gibt auch die Methode, dass man hier mit den Fingern immer nur in eine Richtung an der Kopfhaut reibt, dass sie sozusagen vorverfilzt werden. Also immer nur in eine Richtung an dem Dread drehen und dann quasi häkeln. Dann sollte es wohl noch ein bisschen effektiver sein. Genau. Und so könnt ihr die dann immer wieder pflegen, dass die Haare, die neu rauskommen, dass die halt immer wieder hier verschwinden. Und das macht ihr halt mit allen euren Dreads. Mit all euren Dreads. Und ja, und dann gibt es eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr so viel von meiner Seite zu sagen. Ich denke, jetzt hat jeder von euch die Möglichkeit, einfach Dreads zu machen. Wirklich. Und auch selbst, es reicht, wenn ihr solche Haare habt, also wenn es gar nicht so lang ist. Oder vielleicht reicht es sogar schon so ein Stück aus. Ne? Die, dann verdreadet die nicht direkt, dann werden die nämlich noch kürzer, sondern nehmt einfach den, macht den richtig fertigen Dread und zwar macht dann nicht lose an der Seite, sondern hinten und vorne geschlossen und tut diesen geschlossenen Dread dann an eure Haare einfach dran machen. Teilt vorher euren Kopf ein in verschiedene Segmente und dass ihr wisst, wie viel Haare ihr dann auch zur Verfügung habt. Und ja, und ich hoffe eigentlich, alle Fragen jetzt so beantwortet zu haben, wie das funktioniert. Und wenn noch was ist, unten in die Kommentare. Ich bin täglich online, ich beantworte täglich eure Fragen, wenn es darum geht, dass ihr auch Dreads macht, weil ich finde, das sieht einfach so geil aus. Das sieht einfach, boah, ich habe einfach, weiß ich nicht, also vorher, wie gesagt, war das gar nicht so für mich das Ding, das Dreads zu haben, sondern einfach nur die möglichst größte Masse an Haare von anderen Leuten auf meinen Kopf zu bekommen. Und da war Dreads einfach die einfachste Möglichkeit. Weil so schickt mir jemand seine Haare, die lege ich hier dran und dann füllt sich die einfach rein und bums, wieder ein neuer Mensch in mir sozusagen verewigt. Und das finde ich halt einfach eine geile Idee, aber es sieht halt auch viel klasse aus. Bekomme auch total viele Komplimente, obwohl ich jetzt, sage ich mal, nicht so generell als Mann sowieso nicht und auch so jetzt nicht darauf angewiesen bin, sage ich mal. Ich habe eigentlich schon relativ großes Selbstbewusstsein, aber natürlich schön zu hören und sagen, hey, das, die Dreads, die stehen dir total gut. Und von daher, macht's nach. Ich stehe euch mit Rat und Tat beiseite. Einfach schreiben, wenn ihr da Probleme habt oder so. Und es ist auf jeden Fall mal ein geiles Experiment. Und das kann man nicht nur als junger Mensch machen. Das kann man auch, wenn man mal ein bisschen älter ist. Und das kann man auch als 80-Jährige noch machen. Also habt Mut, macht euch Dreads, setzt ein Statement, weil es ist einfach, ja, eine ganz gewisse Art Lebensgefühl, die dadurch zum Ausdruck kommt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und wir sehen uns. Tschüss!